Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pro Replay Cast von Memric. Heute ist der Tag, an dem der Patch hochgeladen worden ist, der neue. Allerdings ist das hier ein Replay von vor dem Patch. Es gibt noch nicht so viele Replays von Patch, der jetzt gerade aufgespielt worden ist. Momentan ziemlich nervig hier Replays zu laden, da man ständig vom Battle.net getrennt wird, weil er es anders nicht laden darf, kann, wieso auch immer. Da müsste Blizzard auf jeden Fall mal noch nacharbeiten. Das Ganze spielt hier auf Steps of War und hier steht sich gegenüber Nirvana, hier unten gespawnt auf der 7 Uhr Position als Protoss und hier oben Jimpo gespawnt auf der 1 Uhr Position als Terra. Ja, währenddessen wir hier sehen, dass Nirvana einen Hidden Pylon stellt in der Nähe von Jimpo, der weiß zu dem Zeitpunkt natürlich nichts, davon hat auch noch kein Scout oder sonstiges losgeschickt. Ah, hier wird allerdings kein Tower Rush kommen, sondern hat hier was anderes vor. Steht jetzt hier das Gate, damit er natürlich einen möglichst kurzen Weg hat in die Base von Jimpo. Geht jetzt auch erst in die Base, erweckt damit den Anschein, na alles klar, das ist vom Zeitpunkt her relativ normal, dass jetzt hier die Drohne in die Base kommt. Vermutet also daher auch noch kein Cheese. Bringt jetzt hier seinerseits die Kaserne bei 13, das Depot wurde bei 10 gestellt, alles relativ standardmäßig. In der Base vom Protoss sehen wir momentan einfach nur Drohnen, beziehungsweise Probes. Währenddessen hier hinten fröhlich das Gate gleich fertig wird und dann gibt es gleich wahrscheinlich Berserk-Action in der Base von Jimpo, der natürlich zu dem Zweck natürlich nichts davon weiß. Jetzt sollte allerdings Nirvana aufpassen, dass er ihn da nicht direkt hinführt. Und Jimpo mit einem richtig glücklichen Händchen findet sofort den Cheese, weiß sofort Bescheid, alles klar, hier steht ein Gate. Mit dem einen WBF kann ich hier nicht viel anrichten. Muss jetzt seinerseits reagieren, denn jetzt stehen hier gleich ein paar Bärse in seiner Base. Mit einem relativ kurzen Weg. Chrono Boost wurde auch direkt drauf gecastet. Und jetzt heißt es, entweder ich baue mir jetzt hier einen Bunker in die Mineral Line, setze mir da eine Marine rein, oder ich muss halt ein ziemlich gutes Micro haben, um die Bärsen dann so aus der Base zu vertreiben, ohne dass ich große Verluste in der Economy habe. Bringt jetzt ja allerdings erstmal das Orbital Command, das jetzt hier fertig geworden ist. Und ein weiteres Depot. Erste Berserk ist jetzt auf dem Weg, wird jetzt fertig. Ist jetzt auch schon hier in der Base angekommen. Wurde jetzt allerdings hier surrounded von den WBFs von Jimpo. Der wird jetzt erstmal sterben, damit hat er nicht viel Schaden angerichtet, glaube ich. Wir können ja mal gucken auf das Income. Momentan 18 zu 13. Natürlich Jimpo jetzt ein bisschen hinten, da er natürlich mit allen WBFs versuchen muss, hier den Drohne-Push zu verhindern, beziehungsweise ihn zu beenden. Ja, jetzt zieht sich hier der eine Berserk zurück, da kommt allerdings der zweite und jetzt wird es natürlich ziemlich eklig. Auch mit zwei Marines und Hit and Run. So schnell sind die Marines dann auch nicht. Jetzt müsste hier, am besten wäre hier wirklich ein Bunker gewesen. Das bleibt allerdings an der Stelle aus, kommt jetzt hier lieber noch die WBFs dazu. Und ja, wird das Ganze jetzt wahrscheinlich hier gleich nochmal kippen können. Allerdings jetzt nur noch ein Marine hier am Start. Hier wird eine zweite Rex geaddet. Und das Techlabor war auch dran, jetzt auch der erste Marauder draußen. Jetzt sieht die Geschichte schon ein bisschen anders aus. Na, jetzt zieht sich der Berserk auch erstmal zurück. Hier unten wird ein weiterer Stalker jetzt produziert, denn hier unten wurde der Kybernetik-Kern mittlerweile aufgestellt. Zweites Gas und jetzt sieht es einfach danach aus, dass er hier erstmal versucht wieder in die Pushen zu kommen. Zieht sich mit seinen zwei verbliebenen Bersen zurück. Na, jetzt wird hier Jimpo erstmal den Cheese abräumen. Mit dem Pylon kicken und dann wahrscheinlich noch das Gas. Ich denke nicht, dass der Stalker jetzt hier noch fertig wird. Ah, das wird knapp. Ja, doch, das könnte klappen. Also hier kommt noch ein Stalker raus. Allerdings gegen einen Marauder und einen Marine hat er da wenig Chancen. Ja, da kann er machen, was er will. Die Schockmunition ist auch schon fertig für die Marauder. Und jetzt heißt es hier Licht aus. Minus ein Bersi und minus ein Stalker gleich, oder? Ja, jetzt muss er erstmal zusehen, dass er hier den Bersi gekickt kriegt. Ja, und der Stalker ist jetzt auch raus. Also der Push ist jetzt mehr oder weniger fehlgeschlagen und ich schätze, er konnte nicht so viel Schaden anrichten, wie er gerne hätte, denn wir sehen es. 18 Worker und 22 bei Nirvana. Und jetzt kommt der Gegenpush von Jimpo mit drei Marauder und einem Marine gegen, was ist hier momentan auf dem Feld, schauen wir mal auf den Unit-Tab. Ja, zwei Berserker gegen vier Marauder und zwei Marines und weitere Marauder auf dem Weg und Marines. Ja, und jetzt sieht es natürlich danach aus, dass Nirvana in der Bredouille ist. Will jetzt hier noch seinerseits eine
Immortal an den Weg bringen, allerdings wird das hier nicht gelingen, denn Jimbo hat das gerochen, muss jetzt allerdings nicht ein bisschen zurückziehen, denn die Probes natürlich auch nicht so extrem schwach, dass sie hier nicht kicken könnten, allerdings jetzt hier mit 4 Marauders, 2 Marines sollte das auch möglich sein, das zu unterbinden, dass der Immortal hier rauskommt, hätte vielleicht einfach nur auf die Pylonen gehen sollen, allerdings, okay, es sind 2, beziehungsweise 3, wenn der das hier auch noch ausgefährdet, ist das auch noch. Also kein Immortal, jetzt ein Sentry hier am Start und das sieht doch jetzt schon stark nach einem GG für Jimbo aus. Geht jetzt hier auf die Pylonen und dann heißt es hier gleich Licht aus. Auch wenn jetzt hier 3 geht, fertig sind, werden jetzt hier noch weitere Units reingeworfen. Allerdings gegen die Marauder-Dichte mit Stalkern anzukommen ist schon ja, ziemlich schwer, auch wenn jetzt hier die Probes blocken. Allerdings, wir sehen jetzt hier im Incoming, sind jetzt noch 8 Worker gegen 23. Ja, und da geht alles down. Auch die beiden Stalker wenn das hier schätze ich mal nicht komplett verhindern können. Jetzt sind es nur noch 6-4 Worker. Ah, okay, jetzt konnte er nochmal die ganzen Marauder und Marines aus der Base vertreiben, allerdings jetzt natürlich hier das Income von Jimbo wesentlich höher, denn 80 zu 700, auch wenn jetzt hier diverse Probes nachproduziert werden, weiß ich nicht, wie Nirvana das halten kann, beziehungsweise das noch irgendwie zurückschlagen kann und wenn jetzt hier die Unit Composition fällt, dann wird er auch aufgeben müssen, denn er hat einfach keinerlei Möglichkeiten, jetzt hier noch hinterher zu kommen. Es sei denn natürlich, Jimbo spielt jetzt so passiv, dass er ihn wieder kommen lässt. Allerdings kommt jetzt auch hier das GG von Nirvana und ja, da wurde der Cheese mal eiskalt ausgekontert. Eine nette Idee, das Gate hier vorne hinzustellen, um einfach den Weg kurz zu machen für die Berserker. Allerdings mehr oder weniger erfolglos, konnte nicht genug Probes bzw. die Worker von Jimbo kicken, dass es sich im Endeffekt gerechnet hätte. Aber ansonsten ein sehr schöner Ansatz. Ich bin raus, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, bewertet es, kommentiert es. Ich würde mich freuen, euer Memric.